Lieber Leser, wenn du dieses Buch zur Hand genommen hast, in der Hoffnung darin Zerstreuung und Vergnügen zu finden, dann liegst du leider völlig falsch. Die Geschichte fängt zwar ganz heiter an, weil die Baudelaire-Geschwister zu ihrem lustigen Onkel in ein Haus voller interessanter Reptilien kommen, aber lass dich nicht täuschen. Wenn du schon einmal etwas von den Baudelaire-Geschwistern gelesen hast, dann solltest du wissen, dass auch die scheinbar erfreulichen Ereignisse in ihrem Leben immer nur in Unglück und Verzweiflung enden. In diesem Buch bekommen es die Baudelaire-Kinder mit schrecklichen Gerüchen, einem Autounfall, einer tödlichen Schlange, einem langen Messer und mit einer Person zu tun, von der sie eigentlich gehofft hatten, sie nie wiedersehen zu müssen. Meine beklagenswerte Aufgabe ist es, von diesen traurigen Ereignissen zu berichten. Aber du hast die freie Wahl. Du kannst dieses Buch zur Seite legen und etwas Lustiges lesen. Hochachtungsvoll, Lemony Snicket. Selbst musst es vergehen, doch meine Liebe zu dir vergeht niemals.